Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um das zweijährige Event von Archiro. Archiro ist 2 Jahre alt geworden und dadurch gibt es auch dieses Event. Wo findet ihr das? Ihr findet das hier unter der Patrouillenbelohnung, also unter diesem Uhrzeigersymbol. Da seht ihr eine Torte mit einer 2 und wenn ihr da drauf geht, dann kommt ihr ganz zu Anfang in das Sommerkarneval. Und ihr seht es hier schon alles mit diesem Hintergrund, Strandhintergrund, sowie auch dieses neue Update schon sehr auf Urlaub, Strand und Meer ausgelegt ist. Was seht ihr hier? Nun, es gibt hier einige Dinge, die ihr einlösen könnt. Zum einen gegen kalte Getränke und zum anderen gegen Muscheln. Und da ist natürlich die Frage, wie sammelt ihr diese Sachen, dass ihr sie eintauschen könnt? Das sammelt ihr ganz einfach, indem ihr die Kapitel spielt und egal jetzt ob Hero Mode oder Normal, ihr bekommt am Ende dann jeweils so ein Kaltgetränk oder eine Muschel und die könnt ihr dann einlösen gegen diese Sachen. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Hier oben seht ihr auch nochmal die Info. Da steht auch Kaltgetränk und Muschel heißen die Dinge. Und ihr bekommt sie aus den verschiedenen Kapiteln, auch Eventkapiteln. Ich habe es vorhin getestet, habe Gefahrenhaut nah gespielt und habe dort auch welche bekommen. Sobald das Event endet, werden alle Gegenstände gelöscht, also denkt bitte daran, rechtzeitig einzutauschen. So, nun, was lohnt sich hier einzutauschen? Ganz oben seht ihr einen Skin von Bonnie und auf jeden Fall werde ich das als erstes eintauschen, denn warum? Ich kann hier auch den Skin direkt mal zeigen. Moment, da gehe ich mir mal rüber. Und Bonnie Outfits gibt allen Helden 250 GP zusätzlich, bleibt permanent, von dem her richtig gut. Bei der ganzen Sache ist mir dann auch aufgefallen, ich habe Bonnie überhaupt noch nicht auf Level 60. Gut, dass es so ins Auge gefallen ist, sonst hätte ich das übersehen. Ich dachte, ich hätte schon alle auf 60, außer Shari, die braucht man ja nicht auf 60. Tatsächlich? Ja, Shari braucht man nicht auf 60. Da wird schon alles vorher freigeschalten. Aber kommen wir zurück zum Event. Also, als allererstes werde ich mir natürlich das Outfit holen, den Skin holen, denn diese 250 GP für immer ist natürlich eine feine Sache. Als nächstes hole ich mir tatsächlich diese Premium-Coupons, denn da spare ich aktuell drauf, um für Schatten und Silbern mir entsprechende Outfits besorgen zu können, um dann nochmal ein Damage Boost zu bekommen. Ebenso danach, ich glaube so als drittes, hole ich mir dann auch diese lilanen Coupons, um mir dann auch ein Outfit für Ari holen zu können. Nicht Ari, Ayana, was sage ich denn da? Am Ende, da bin ich jetzt noch am überlegen, werde ich mir vielleicht noch ein paar lilane Schlüssel holen oder ganz, ganz unten seht ihr noch, ihr könnt diese Steine eintauschen, also die Kaltgetränke und Muscheln gegen Steine tauschen und das finde ich auch ziemlich gut. Die Steine sind ja auch mit dem neuen Update rausgekommen und da werde ich mir auch noch welche abgreifen. Ihr seht, man kann hier auch einen Todesfall eintauschen. Was es damit zu tun hat, das sehen wir gleich. Ob sich das lohnt, kann ich noch überhaupt nicht sagen. Alles andere, die Scherben sind natürlich auch toll, aber inzwischen habe ich schon fast alle Heroes und ich glaube, die Scherben werde ich hinten dranhängen. Also wenn mir zum Schluss noch was übrig bleibt, werde ich sie bestimmt auch für die Scherben ausgeben. Es sind auch noch 21 Tage und 19 Stunden bei mir und ich denke, da wird sich schon einiges ansammeln und somit werde ich dann auch die Scherben auch tauschen können. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, hier unten seht ihr die Limit-Einlösung und es gibt noch mal das zweite Feld Beschwören.
Wenn ihr auf Beschwören geht, seht ihr, hier gibt es eine Phase 1. Dauert noch 6 Tage, 19 Stunden und vermutlich wird es 2 oder 3 Phasen geben. Und in dieser ersten Phase gibt es einmal dieses globale Schlüpfen, da ist es aktuell bei 17% bei mir. Das ist natürlich die Gesamtzahl aller Spieler, den ihr Fortschritt wird hier gemessen und ja, man nimmt dann so den Durchschnitt. In den vergangenen Events hatten wir das auch schon und hier die 100% zu erreichen ist, denke ich, ein Selbstläufer. Sollte man auch ab und zu mal reinschauen, selbst wenn man nicht so aktiv spielt, um sich die entsprechenden Gegenstände einfach einzusammeln. Und auch hier, wie ihr seht, gibt es die Teufelspfeile. Was man mit diesen Teufelspfeilen nun macht, weiß man noch nicht. Vermutlich finden wir das in der Phase 2 oder 3 heraus. Wahrscheinlich kommt hier aus diesem Ei, was da oben präsentiert wird, aus diesem Dämonenbeschwören steht ja darüber, da wird vermutlich ein Dämon ja, beschwört und den muss man dann irgendwie mit den Pfeilen abschießen, vermute ich jetzt mal. Und wenn ihr weiter nach unten scrollt, dann seht ihr auch meinen Beitrag. Also hier oben habt ihr diesen globalen Beitrag, da wird der Fortschritt aller Spieler global gesehen. Und hier unten gibt es euren persönlichen Beitrag. Den könnt ihr dann jeweils voll machen in Abhängigkeit von den Stufen. Ich glaube, das erste ist bei 500, genau, das habe ich schon abgeholt. Dann bei 1000, 2000, 3000, 5000 könnt ihr euch dann jeweils ja, diese Belohnungen abholen, halt diese Pfeile und natürlich Gold, aber auch die Schriftrollen. Und wie erhöht ihr hier diese Punkte für die Beiträge? Einfach durch das Killen von Feinden in euren Kapiteln und da erhöht sich dann auch die Zahl. Ich habe gemerkt, es zählt auch für Event-Kapitel, also ich habe hier auch sehr viel, weil ich glaube schon, was habe ich gemacht? Das Labyrinth habe ich gemacht und da sind natürlich sehr viele Gegner, deswegen ist es hier auch schon deutlich vorangeschritten. So, bedeutet, hier können wir einfach die nächsten 3 Wochen durcharbeiten und uns Stück für Stück die Sachen einsammeln, indem wir einfach die Muscheln und die Kaltgetränke eintauschen. Bei der Beschwörung, tja, das wird sich vermutlich so nach und nach selbst abarbeiten, indem man natürlich einfach spielt und im Endeffekt kann man die Sachen hier danken, annehmen und einsammeln. Das Einzige, was man beachten sollte, ist diese Pfeile. Die wird man dann vermutlich erst in der zweiten oder in der dritten Phase benötigen. Es gibt hier auch diese Pfeile zum Eintauschen und da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob sich das lohnt, die Pfeile zu tauschen. 2 Kaltgetränke, 20 Muscheln für ein Pfeil und ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ehrlich gesagt, nein. Deswegen werde ich da auch nicht tauschen, aber es gibt ja auch noch genügend Zeit, denn die zweite Phase fängt ja in 7 Tagen an quasi und hier das Ganze geht noch fast 22 Tage. Deswegen, selbst wenn wir merken, oh, die Pfeile sind richtig gut, könnten wir da später nochmal die Strategie umstellen und hier die Pfeile sammeln. So, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Und bin mal gespannt auf euren Feedback. Was haltet ihr von dem Event? Ist ja schon sehr ähnlich wie das Oster-Event oder das Halloween-Event, glaube ich. Das war genauso. Schreibt mir eure Kommentare unten in die Kommentarfelder rein. Ich freue mich darüber, antworte euch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.